Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crosswords Inn. So, das Menü verschwindet und die Kamera auch. So rum. Andere Reihenfolge. Bei mir ist heute der 6.1. Es ist relativ sehr, sehr früh am Morgen, weil ich in den nächsten Wochentagen einiges Privates zu tun habe und deswegen jetzt noch vor Arbeitsbeginn hier noch ein bisschen was aufnehmen muss, damit ihr auch übers Wochenende hinweg versorgt seid. So, beim letzten Mal hatten wir ja besprochen, was wir alles jetzt uns noch leisten wollen. Allerdings habe ich dabei eine Sache nicht berücksichtigt. Und zwar, dass wir hier immer noch einen verdammt fetten Kredit offen haben. Und ich fühle mich einfach sicherer, wenn wir den jetzt langsam mal stückweise abarbeiten. Also jetzt nicht unbedingt immer hintereinander weg, immer ein Tausender, sobald wir ihn haben. Aber wenigstens schon mal einen gewissen Teil davon. Und deswegen lassen wir jetzt auch mal laufen hier. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal, Entschuldigung, immer eine ganze Weile so, wenn wir 2.500 haben, dass wir dann davon 1.000 hier rein investieren und von 500 ungefähr, so Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal, uns dann weitere Vorräte kaufen, beziehungsweise auch mal ein, zwei kleine Deko-Sachen uns leisten oder einen Bonus ausleihen. Oh, was ist denn hier passiert? Ist auf einmal so schmutzig? War das am Ende der letzten Folge auch so? Das müssen wir mal beobachten. So, apropos beobachten, wir haben eine große Bestellung bekommen. Ich würde jetzt einfach mal schneller laufen lassen. Dann gucken wir jetzt einfach mal und beobachten, ob denn hier Leute reinlaufen zum Saubermachen. Und wenn ja, ob sie wieder zurücklaufen oder ob sie sauber machen. Denn es sind schon wieder ziemlich viele am Schlafen. 1, 2, 3, 4. 5 ist unsichtbar gerade. 6 hat sich gerade schlafen gelegt. 7 hat sich schlafen gelegt. 9 ist am Spielen. 10 ist am Spielen. So, da steht jetzt jemand auf und möchte sauber machen. Und was haben wir hier? Wieder ein Aufruhr. Soldaten kommen an. Die wollen uns 12 Dünger verkaufen. Vergiss es, haben wir selber. Sehr schön. So, wir beobachten weiter. Jetzt ist sie, die gerade hier geschlafen hat, aufgestanden, um hier sauber zu machen. Okay. Das ist sehr schön. Unser Geld wächst auch. Genauso wie die Erfahrungspunkte unserer Angestellten. Das ist wunderbar. Ach, Martin, hast du ausgeschlafen, mein Lieber. Sehr schön. Ja, so langsam kommen die Leute wieder aus dem Bett raus und die nächste Schicht geht schlafen. Die schlafen hier in Schichten. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass wir ein Bett zu viel hier drin haben. Wir beobachten es aber noch ein bisschen. Ansonsten, hier sieht es wieder gut aus. Das war ja am Ende der letzten Folge auch sehr gut. Ey, das habe ich gesehen, du. Das ist so nochmal dieses Protest-Gegenhauen hier so. Ah, verdammt, jetzt hat er sich so viel Mühe gegeben, aber aus Prinzip schlage ich nochmal gegen. So, die 2.500 sind erreicht, meine Lieben. Ich mache jetzt mal auf normale Geschwindigkeit. Dann zahlen wir hier mal 1.000er zurück. So. Ich weiß gar nicht mehr, war das damals der 20.000er Kredit? Nee, den haben wir ja abgeglichen durch Martin seine... Nee, auch nicht. Also einmal haben wir durch Martin seine Ersparnisse ausgeglichen. Ah, habt ihr gesehen? Er wollte gerade reinigen und ging wieder zurück. Wir haben hier also ein Problem. Wir haben hier zu viele Betten. Das ist sehr ärgerlich. Es wäre echt schön, wenn hier so eine Art Indikator erkennbar wäre. Was Größe und, ja, ich weiß nicht, genutzte Größe oder so ähnlich angeht. Ich frage mich, meine, die kommen doch hier überall durch. Aber dann stehen einfach zu viele Sachen hier drin und das ist jetzt eher das Hauptproblem. Wirklich schade drum. Tja, ich lasse jetzt erstmal kurz auf normal laufen. Während ich mir mal überlege, wie wir das jetzt hier hinstellen. Oder wartet mal, wie sah es denn oben nochmal aus? Hier sind eigentlich schon zu viele drin. Aber... Das ist auch noch so eine Überlegung, die hatte ich schon mal vor einer ganzen Weile. Nur im Hinterköpfchen behalten. Achso, ich muss erstmal kurz wieder runter. So, dann wieder hoch. Solange dieser Raum hier noch nicht vermietet werden soll an die Dame, können wir den doch eigentlich mal umfunktionieren und ebenfalls vermieten. Nur leider nicht zu einem besseren Preis. Da ist die Qualität sogar schlechter. Wie geht denn das? Ich meine, wir haben hier Schreibtisch, Spiegel, besseren Kronleucht. Achso, hier fehlt die Deko. Ja, das lässt sich doch einrichten. Das kriegen wir doch hin. Passt mal auf. Machen wir hier. So rum. So.
Oh, jetzt weiß ich gar nicht, kann ich jetzt hier oben noch das Ding ranhängen, wenn da schon ein Schild hängt? Nee, leider nicht. Machen wir hier auch nochmal so und so. Und dann gucken wir mal, ob wir uns... Was ist das für ein Banner? Sambrianisch. Das Schild, was wir da zu hängen haben, ist aber Jurevale. Dann hängen wir hier noch einen Jurevale-Banner mit dazu. Andersrum. So rum. So. Und jetzt gucken wir doch mal, wie jetzt die Qualität hier aussieht. 2. Sehr schön. Entschuldigt bitte. Dann machen wir hier ein normales Gästezimmer draus. Genau. In der Hoffnung, dass jetzt nicht alle Quests wieder zurückgespult werden. Wir sollten das ja zur Verfügung stellen damals. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt passiert. Und dann können wir das jetzt auch anbieten. Wir müssen jetzt aber hier noch sagen, dieses hier, dass hier bitte noch auf 49 angehoben werden soll. Nicht? Aber warum? Oder? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wartet mal. Größe... Ei, deswegen. Ja, stimmt, ja klar. Ah! Ja, passt mal auf, das können wir nochmal ändern. Jetzt passiert es hier Schlag auf Schlag, meine Lieben. Wir wollen den Raum vergrößern. So. Dann hängen wir die Deko hier hinten auf. Dann hängen wir die Deko hier hinten auf. So, da passen auch noch mehr Betten rein erstmal. Die können wir später wieder verkaufen. Oder ich entscheide mir später nochmal komplett um und mache die Privatzimmer über dem Gasthaus. Also über dem Gastraum, so rum. Aber passt mal auf, dann könnten wir hier noch ein weiteres Banner einrichten. Das Gemälde ist ein bisschen sehr teuer, finde ich. Ach, machen wir es einfach der Symmetrie halber so. Zack. Aber ich sehe gerade, der hat gar nicht hier die Deko angenommen, obwohl ich das Geld dafür hatte. Der hätte doch eigentlich... Warte mal, hat er das hier auch nicht gemacht? Doch, hier hat er es gemacht. Das ist jetzt ein bisschen schade. Entschuldigung. Oder dieses automatische Wand- und Bodenanpassen-Ding richtet sich immer nur nach dem, was vorwiegend ist. Weil der Boden war ja vorwiegend genau derselbe. Aber die Wände von außen sind ja vorwiegend diese hier. Das könnte gut möglich sein, dass das der Grund dafür ist. So, jetzt habe ich wieder viel, viel mehr Geld ausgegeben, als ich eigentlich ausgeben wollte. Jetzt lassen wir es aber auch mal laufen. Und gucken wir jetzt... Moment, ich wollte den Raum noch umbenennen. Gästezimmer. Jurevale. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig geschrieben. Oh, schaut mal. Sehr nice. Da noch einen Teppich rein, aber am besten keinen sambrianischen. So. Muss ich hier nochmal aktualisieren. Zack. Jetzt können wir hier aber richtig hochgehen. Guckt euch das an. Das hat... Wow. Das Wohnen ist Maximum. 73. Krass. Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Warte mal. 1, 2, 3 sind 6 Kacheln. 1, 2, 3. Ach ja, klar. Weil hier deutlich weniger Betten drin stehen. Das ist es. Okay. So, jetzt müssten sie aber hier auch reinigen können, sobald wir das Bett da zur Seite stellen. Huch, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich hier rausklicken. Rechtsklick, so. Dieses Bett hier müsste bitte mal frei werden. Pause starten geht nicht. Moment. Darüber hat mir doch letztens jemand was geschrieben. Bist du faul? Nee. Weil bei Faulenzern soll das so sein. Oh, wartet mal bitte kurz. Ich muss mir mal pusten. So, jetzt kratzt meine Stimme nicht mehr so. Bei Faulenzern soll das wohl so sein, dass die auch einfach mal ohne, dass sie als Pause machen gelten, sich schlafen legen. Aber sie ist keine Faulenzerin. Weißt du was? Steh mal auf. Also sie hat trotzdem gefaulenzt, ne? Kann man nicht anders sagen, weil sie hat ja nicht geschlafen. Ansonsten hätte ich ihr sagen können, Pause beenden. So, jetzt stellen wir das Ding hier endlich mal zur Seite. Gab das jetzt irgendwie einen Malus? Skold? Minus 5. Skold ist, glaube ich, die Schelte, ne? Okay. Gut. Lassen wir wirklich mal laufen hier. Und hoffen doch wirklich mal, dass jetzt wieder vernünftig sauber gemacht werden kann hier. 44.
Zack, da war die Fackel aus. So, war nett, dass du ihr das Bett machst, während sie noch drin liegt. Also, einige Mechaniken benötigen noch dringend eine Feinmechanik. Feinjustierung, finde ich. Aber solange alles läuft, ist es sehr schick. Und hier drüben ist mir übrigens noch eingefallen. Moment, sind die jetzt überhaupt schon gedüngt? Nö. Hier drüben ist mir übrigens noch eingefallen, wegen dem, ob sie durchkommen oder nicht. Die Leute laufen doch über die Felder. Das heißt, wir können hier wirklich alles ausnutzen und in die Mitte stellen wir dann wirklich die Düngerdinger hin. Sodass wir das auch sogar zustellen könnten hier. Wir müssen natürlich nur darauf achten, dass die Dünger, die Komposter so rum, dass die von den Seiten her benutzbar sind. So, aber sicherlich hat das schon der eine oder andere von euch in die Kommentare geschrieben. Allerdings sehe ich das erst im Laufe der Woche. Also, der Zukunftsrobin wird das sehen können. So. Schlafen hier schon welche? Jawohl. Haha. Ich bin schon überlegen. Also, ein drittes Bett würde ja theoretisch noch passen. Oder, alternativ, dass wir hier mehr Platz drin schaffen. So, was ist los? Ein Holzschild wollen sie uns bringen. Das haben wir noch nicht. Aber ich glaube, das Holzschild ist wieder so ein normales Schild, was wieder eher so für Bekümmerte, für Reisende und so oder für Gesetzlose gilt. Nö, ich verdiene mir lieber die 150 oder 200 oder vielleicht sogar 250. Nichts. 200, okay. Vielleicht wird das mit der Zeit mehr, je öfter wir das so entscheiden. Wie gesagt, wir wollen ja wirklich nur in Ruhe unsere Taverne führen hier. 41. Ich bin gespannt. Ah, Martin? Nee, Martin macht hier drinnen sauber. Na, jetzt sind sie gerade alle am Wusen und am Machen und am Tun hier. Wir werfen noch einen Blick auf unsere Vorräte nebenbei. Na, Getreide und Fett. Könnte man theoretisch bald mal wieder auffüllen. Tut mir leid, Leute, aber mich lässt dieser Gedanke jetzt einfach nicht los. Wartet mal. Ich muss es doch mal kurz pausieren. Wir sind hier bei einem Mietpreis von wie viel nochmal gewesen? 73. Für zwei Betten. Hier haben wir fünf Betten. Sechs Betten. Und haben 49. Ich meine, eigentlich bringt hier die Masse mehr. Eigentlich. Allerdings haben wir hier noch keine Banner. Das wäre eine Idee, wenn wir jetzt hier noch Banner aufhängen. Jetzt muss die Frage, können wir jetzt so die Banner der anderen Städte hier aufhängen oder gibt es da Ärger? Weil momentan ist ja Krieg. Oder wir hängen normale auf. Würde das auch gehen? Na, guck mal, die haben bessere Werte hier. Und mir hat es halt sehr gut gefallen, aus den Sonderfolgen die Räume zu thematisieren. Aber wirklich schade, dass man diese Gelande nicht noch da drüber hängen kann. Das würde viel hübscher aussehen. Komm, pass auf. Wir probieren es jetzt mal. Hauen wir die weg. Die weg. Ne? Die weg. Die weg. Die weg. Wenn es Ärger geben sollte, wissen wir dann besser Bescheid. So. Und hier nochmal so ein kleines daneben. Da ist das Fenster am Weg. Jetzt kriegen wir aber weg das Fenster. Das könnte man dann hier drüben einrichten. Das ist eine Idee. Fenster. Dieses hier weg. Dafür kommt es hier hin. Ist zwar nicht in der Mitte des Raums, aber es ist dann wenigstens vorhanden. Dann gehen wir wieder zurück zum Thema Deko. So. Jetzt geht das hier nicht, weil... Weil? Doch, es geht eigentlich. Aber wahrscheinlich wird das Bett hier im Weg sein. Kann ich das jetzt hier? Nee, das wird im Weg stehen. Wenn ich das so und das so stelle, dann, ich erkenne das hier gerade nicht so richtig. Nee, dann ist das eigentlich nicht im Weg. Aber es könnte wieder dazu führen. Nee, wartet mal. Das wollte ich ja eigentlich auch noch machen. Moment. Ah, ein drittes passt hier nicht so gut rein. Außer ich stelle es hier hin. So. Dann hat er es bestimmt hier nochmal die Quali abgenommen. Aber ist dann so.
Weil lieber sind mir zwei Räume mit 60 Miete, statt so ein großer Unterschied hier. Aber der hier wird trotzdem besser sein aufgrund des Spiegels, nehme ich mal an. So, Schilde. Haben wir von denen schon Schilde? Haben wir gar nicht, ne? Nee. Können wir uns da mal gerade ein Schild holen? Moment. Das war Untermarsch. Gut, also irgendwo von hier. Gucken wir mal. Na, guck mal hier, ein Plaven. Und hier wäre das normale Holzschild. Dieses hier. Rainer, geh du mal das holen. Nee, das ist ein Gericht. Ah, hier kann ich noch gar nicht. Wie viel fehlt denn uns dann noch? Ah, schade. Dann müssten wir jetzt theoretisch das Gericht schon haben. Und hier kann ich... Doch, hier kann ich schon. Hier kann ich die Tapisserie... Ah, schweres Wort gerade um die Uhrzeit. Schicken wir mal Kevin los. Ansonsten hier oben gibt es noch so einen Schreibtisch, aber da werden wir wahrscheinlich nicht können, oder doch? Tatsache, hier können wir schon. Dekorativer Tisch. Für Stadtleute. Ach, jetzt habe ich hier gar nicht drauf geachtet. Wartet mal. Für Adelige. Und das hier? Ach, ich klicke mal auf das Falsche. Ach, hier kann ich ja auch gar nicht anwählen. Ach. Für Reisende. Alice? Geh mal hier rüber. Jetzt gucken wir uns dann an, wenn wir sie freigeschaltet haben. Jetzt lassen wir ihn wieder laufen. Gucken uns nochmal die Preisentwicklungen an. Sieht beides noch stabil aus. Also die Qualität hat jetzt hier nicht abgenommen, obwohl ich ein Bett mehr reingestellt habe. Und hier ist aber auch nicht mehr geworden. Ah, ich ahne schon warum. Zack. Moment. Zack. Dann müssen wir jetzt noch warten, dass er hier wach wird. Dann können wir die auch nochmal austauschen. Für das hier kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr Geld wieder, möchte ich meinen. Weil ich glaube, das hier hatten wir zuerst gebaut und dann das, ne? Ich weiß es jetzt nicht mal ganz genau, das sehen wir ja dann gleich. Achso, und hier fehlen ja noch die Schilder. Klar, logisch. Ach, Mensch. Total vergessen. Bitte, was machst du hier, Soldat? Störst du meine schlafenden Gäste? Ach, er begutachtet hier Sachen. Ah, sie auch. Die Seherin. Oh nein! Begutachten die, ob das Jorevale oder untermarchianische Sachen sind? Oh oh. Müssen wir beobachten. Und schaut mal einer, guck. Hallöchen, 94er Sauberkeit. Sehr schön. So gefällt mir das. Okay, so Qualität ist jetzt hier bei 2. Hier immer noch 2,5. Okay. Jetzt kriegen wir noch angehoben, bestimmt. Hier wird wieder fleißig sauber gemacht, überall sehr schön. Wo rennst du hin? Was hast du vor? Was hast du ausgefressen? Hast bestimmt schon einer auf die Nase gekriegt. Ach Mensch, meine Meldungen habe ich gar nicht aktiviert heute. Ich liebe die Einrichtung Gästezimmer Jorevale. Sehr schön. Haha. Holzschild ist entsperrt. Oh, so schnell ging das. Ach ja, klar, war ja gleich schon Nachbarort. War noch was anderes verpasst? Nee. Dann Holzschild, gucken wir uns an. Deko. Dieses hier. Ist nicht speziell zugeordnet. Okay, das ist wirklich nur für Reisende interessant. Dann ist es eher was für hier unten. Hm. Haben wir irgendwo noch ein Plätzchen dafür? Bestimmt. Hier. Zack. 200. War jetzt nicht günstig, aber wir haben es. So. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das für Werte hat. Guck mal hier, das ist doch eigentlich in Ordnung. Das ist wie das Drachenschild. Das ist eher was für Gesetzlose und für Reisende. Okay, dann haben wir uns auch mal ein bisschen um die gekümmert. Warum nicht? So. Weiter geht's hier. Die Deko-Geschichte machen wir halt noch und dann geht's wirklich weiter mit stückweise Kredit abbezahlen. Das habe ich hier total vergessen. Nachzupflanzen. Ich hab's geahnt. Ich hab's in den letzten Folgen noch gesagt. Oder in der letzten Folge sogar. Also die von gestern für euch, die Donnerstagsfolge. Dass ich nur darauf achten muss, dass ich das da hinten nicht übersehe.
Oder ich muss mir vielleicht mal angewöhnen, in Zukunft immer aus diesem Winkel zu spielen. Obwohl, irgendwann wird ja immer alles größer hier. Vielleicht muss ich einfach aus dem Winkel spielen. Ach, schauen wir einfach mal, wie es so kommt. Ich liebe die Einrichtung. Ach, das ist schön. So, eigentlich wollte ich doch hier oben. Na, du hast immer noch am Schlafen oder schon wieder. Es wäre natürlich noch cool, wenn es hier irgendwo stehen würde, wie lange das hier noch dauert. Ja, und dann können wir ja auch nach und nach diese besseren Betten da reinstellen, die aber verdammt teuer sind. Oh, ihr seid gemein. Ihr seid so gemein. Ihr habt das doch bestimmt gerochen, dass ich die haben will. Konnte man nicht mit denen verhandeln, dass es mir zu teuer ist? Waren das nicht die? Ach nee, das waren diese Schmuggler immer, ne? Nee, das sind doch die Schmuggler. Komm, wir machen das jetzt mal. Ja. Oh, ich sehe aber gerade, es hat uns keinen Ruhm gekostet. Das ist gut. Dann haben wir jetzt doch tatsächlich ein passendes Schild für die Untermarcherzimmer bekommen. Also für das Untermarcherzimmer. So rum. Zack. Zack. So, das müsste doch jetzt ordentlich die Quali gehoben haben hier. Aber sowas von. Hahaha. Geld. Moment. Zack. Und. Komm, können wir es hier auch auf 73? Nee. Dafür ist das Zimmer dann zu stark belegt. Aber wir kriegen es wenigstens bis auf 68. Okay. Und das benennen wir jetzt auch um auf Untermarch. Mit R. So. Sehr schön. Gefällt mir. Dann, wie gesagt, hier jetzt noch das eine Bett umtauschen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die Tür hier reinsetze, damit hier noch ein Bett reinpasst. Oder hier ein Bett reinstellen. Ach, warte mal. Mensch, du bist ja fertig hier drüben. Das finde ich sehr schön. Ja, immerhin nochmal 60 bekommen. Ah, ich gebe wieder Geld aus, was ich nicht machen wollte. Ich weiß. So, jetzt haben wir hier aber schön geräumig verteilt. 5 Betten, schöne Deko dran. Fenster ist auch da, eine Tür ist da. Ich bin echt am Überlegen. Oder man belässt es vielleicht doch nur auf 4 Betten jeweils und stellt da noch einen Spiegel und sowas rein. Das würde auch gehen. Weil ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Spiegel reinstelle, wir können mal laufen lassen nebenbei, wenn ich jetzt hier einen Spiegel reinstelle, dass das dann mit dem Saubermachen wieder Probleme gibt. Eine Bettpfanne haben wir schon. Schreibtisch, gut, den hatte ich nur für die Privatzimmer eigentlich reingestellt, aber bringt ja auch wieder fancy. Er hat jetzt hier aber keinen Platz mehr in dem Raum so wirklich durch das zusätzliche Bett. Es wäre was anderes, wenn das Bett hier weg ist, dann könnte ich hier einen Spiegel hinstellen, hier noch einen Schreibtisch. Oder ich stelle alles ein bisschen um, so wie es hier oben ist. Aber diese Tür hier, muss ich gestehen, die stört mich doch. Die hätte ich dann doch lieber hier irgendwo. Dann kann hier nämlich noch ein Bett rein, was dann nicht so im Raum steht. Das kann noch weiter hier ran. Das Schild kommt dann einfach hier rüber. Ja. Wäre machbar. So, wie sieht es denn jetzt mit den Vorräten aus? Was geht eigentlich? Getränke, Salat. Grünzeug, Entschuldigung, nicht Salat. Ausgeräumt habt ihr auch alles. Wunderbar. Hier muss weiterhin repariert werden, weil es hilft einfach nichts. Das gibt wohl anscheinend das Spiel so her. Das ist Zwang. Die müssen das machen anscheinend. Egal, wie viel wir hier hinstellen. Ja, hier schon wieder. Ich nehme mal an, auch wenn ich jetzt hier 20 zu stehen hätte, die würden trotzdem hier rantreten einmal. Sie haben aber wenigstens aufgehört, hier dauerhaft ranzutreten, bis es kaputt ist. Das ist schon mal etwas. Oh, das sieht aber nicht gut aus, meine Lieben. Da könntet ihr gerne ein bisschen mehr sauber machen. Aber keine Sorge, sobald euer Raum hier größer wird, vor allem mehr in die Breite geht, damit wir auch eine Mittelreihe einrichten können, wird das wieder vernünftig. Dann könnt ihr besser schlafen. Alles gut und schön. So, habe ich jetzt hier oben nachgepflanzt? Nö. Warum auch? Ich brauche ja nur die Kartoffeln. Da habe ich so schön den Puffer aufgebaut und dann sowas. Da hätte ich als nächstes mal Zwiebeln machen können, damit da schon mal die Qualität etwas besser werden kann. So. Ich
Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden irgendwie mit dem Lohn auslassen müssen. Es wird jetzt echt ein bisschen schwierig, finanziell alles zu gewährleisten mit Bonuszahlung, Darlehenszahlung, Erweiterungen. Aber ich denke mal, es ist nicht verkehrt, wenn wir die Bonuszahlungen jetzt mal nur zeitweise vorweglassen. Jetzt schläft zwar gerade jemand da drin, aber mich stört das hier gerade wirklich. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich muss das jetzt einfach machen, sonst kann ich nie wieder glücklich werden. So, pass mal auf, kann ich dich mal kurz hier hängen? Oh, das geht. Ja, das ist ja sehr interessant. Dann können wir uns noch deutlich mehr Schilder hier reinhängen. So, dann kommt nämlich jetzt die Tür hier mittig rein. Dann kommt das Schild. Ah, das geht wieder nicht, weil der Spiegel gerade im Weg ist. Aber guck mal hier. Das sieht doch viel geiler aus, oder? Du? Moment, dann du. Muss nochmal drehen. Ach, immer wenn ich drehen möchte. Das ist halt das Problem. Moment. Häng dich mal irgendwo hier ran. So. Wenn ich drehen möchte, ist es ja mit der rechten Maustaste. Ach, stimmt. Wir haben ja unterschiedliche Banner hier. Na, pass auf. Dann kommst du doch wieder hier rüber. Ich will jetzt einfach mal den Mietpreis so hoch wie möglich schrauben, ohne den Raum vergrößern zu müssen. Deko, Deko, Deko. Machst du hier nochmal so ein schmales Banner? So. Jetzt können wir uns sowas ja auch endlich mal leisten, so eine Experimente. Kann ich dich noch ein bisschen weiter rüberhängen? Nee, da ist dann ein Spiegel im Weg. Und dann kommst du noch ein Stückchen hier rüber. Damit das symmetrisch zu der anderen Seite ist. Oder warte mal, nee, wir machen das hier so. Das Banner. Ha! Passt hier auch ran. Ja, herrlich! Da könnte man sich echt überlegen, noch ein Schild dahin zu hängen. Das wird echt too much, oder? Weiß nicht. Ich hätte ja gerne noch irgendwie so ein sowas wie gekreuzte Klingen oder Deko-Waffen, sowas. So für bestimmte Räume einfach. Also ich meine jetzt nicht die von der Vedetta, sondern... Aber herrlich, wäre eine gute Vorstellung. Sondern... Ja, und wieso für Abenteurer, wisst ihr? Ich hoffe, jetzt passt hier noch so ein Schild daneben. Oh, herrlich. Oh, ich liebe es. Jetzt müssten doch hier zwei daneben passen. Oh, ich hoffe, ich klatsche den Raum jetzt damit nicht zu voll, sodass er nicht mehr gereinigt werden kann. Zack. Zack. Und jetzt hoffen wir doch mal ganz, ganz stark. Moment. Alter Schwede. Kannst du die ganze Wand zukleistern hier? Theoretisch. So, warte mal, wir wechseln hier mal noch die Ansicht. Du kommst bitte jetzt mal hier in die Mitte. Da machst du auch mehr Sinn. So. Also wenn das kein Mottozimmer ist, dann weiß ich ja auch nicht mehr. So, Qualität. Jawoll! Oh, das gibt Knast da. Pass mal auf, hier war alle Zimmer. 73 waren wir vorher. Bis zu 113 können wir gehen. Das sind 30 Taler mehr pro Übernachtung, pro Bett. Yummy. Ich lasse jetzt noch mal ein bisschen laufen. Und ich will es noch auf 5 Sterne hochtreiben. Und dann können wir das sogar in dem Zustand als Privatzimmer anbieten, sogar, möchte ich doch behaupten. Außer die Bedingungen stimmen dann nicht, weil zu viele Betten drinstehen. Dann müssen wir die mal zeitweise kurz irgendwie nach draußen stellen oder so. So, ein zerrissener Klamotten, genau. Ein zerrissener Fremder mit zerlumpten Klamotten, genau. Das wollte ich gerade wirklich vorlesen. Nein. Also, was kann ich für dich tun? Was möchtest du haben? Er möchte das haben. Was kriege ich dafür? Das machen wir gerne. Perfekt. Gespräch beenden. So, dann nehmen wir auch gleich mal die Gunst wahr. Sag mal, das sind doch nicht wirklich Deko-Gegenstände hier, oder? Ach doch, Tatsache, das ist Stroh. Ach, das erkenne ich ja jetzt erst. Ich dachte damals wirklich, dass hier noch die Texturen fehlen würden, aber netterweise hat mich jemand von euch darauf aufmerksam gemacht, dass das tatsächliche Deko-Gegenstände sind. So, pass mal auf. Da wir gerade wieder so viele Punkte davon haben,
Machen wir mal ein kleines bisschen Verlängerung sozusagen. Ich mach nochmal schnell. Auch wenn die halbe Stunde gerade schon wieder rum ist. Kleines bisschen machen wir noch. Ich hoffe, ihr spielt mir auch Geld ein, Leute. Ein bisschen kommt gerade, ja. Ah, es wurde gerade wieder teilweise Lohn gezahlt. Ach komm, was soll die Knauserei jetzt hier? So, guck jetzt nochmal kurz rein hier, wartet mal. Hat sich jetzt auch nicht verändert, okay. Dann, jetzt überlege ich gerade, was noch angebracht wäre als Deko. Ich nehme mal an, ich kann das jetzt hier nicht dahinter hängen, ne, wie im Spiegel. Ja, dann lassen wir das da hängen, wo es ist. Ah, die Teppiche. Wir haben leider nur den samarianischen Teppich. Ach, schaut mal, die haben wir jetzt auch schon bekommen hier. Hm. Bringt uns nun nicht viel, weil hier soll ja... Obwohl, die Privatleute, also die aus den Privatzimmern sind ja adelig. Hm. Nee, komm, mach mal anders. Mit dem Banner bitte. Moment. Du kommst hier rüber. Moment mal. Das passt einfach so hier ran? Oh, okay. Das Schild nicht, das Banner ja. So. Ah, hier geht's wieder nicht, weil das Bett im Weg ist. Aber die Steuerungstaste macht's möglich. Nein, kein 5 Sterne. Och, Manu. Was fehlt denn da jetzt noch? Ey, komm schon, ich habe jetzt noch 3 Deko-Dinger mehr aufgehangen. Oder wird hier eins nicht gezählt wegen irgendwas? Hm. Na gut, ihr Lieben. Ich kann leider nicht so wirklich Überlänge machen, weil wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was vor heute, wie zum Beispiel arbeiten gehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich gucke mir das gleich nochmal offscreen hier an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch morgen wieder rein. Ciao!